Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut Beziehungscoach, Diplompsychologe und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, wir haben heute mal wieder eine schöne Minuspol-Mail, wie sich zeigen wird. Aber man wird auch sehen, ja, wie eng das zusammenhängt, das ist, was ich ja immer wieder sage. Du kannst auf zwei Seiten in so einen Täter-Opfer-Zyklus einsteigen. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Es ist aber immer die gleiche Scheiße, muss man direkt so sagen. Macht die fucking Kurse, kann ich euch nur sagen. Aber wir gehen mal in die Mail von Andritsch Krotzkola. Lieber Christian, schön, dass es dich gibt und deine Videos und deine Kurse sind einfach unheimlich hilfreich für mich, meine ungesunden Dynamiken und Beziehungen zu erkennen und zu verstehen. Danke dafür. Nun zu mir und meinen Problemen. Ich möchte dabei schonungslos ehrlich sein und hoffe, falls du meine Nachricht kommentieren solltest, niemanden allzu sehr zu triggern. Ich bin weiblich in den 40ern und würde mich laut deiner Definition als klassischer Minuspol bezeichnen. Dies ist mir erst in den letzten Wochen bewusst geworden, in denen ich angefangen habe, aus meiner Opferrolle, die sich auf alle Lebensbereiche inklusive Liebesbeziehungen erstreckte, herauszutreten und meine Anteile diesbezüglich zu betrachten. Dabei kann ich immer mehr meine hochmanipulative Art erkennen, die mir, wie gesagt, bis vor kurzem gar nicht bewusst war. Auch ein gewisser Mangel an Empathie ist bei mir leider vorhanden. Ist wie es ist, ne? Durch mein gutes Aussehen, meinen Charme und Intellekt kam ich bisher trotzdem gut bei der Männerwelt an und konnte diesbezüglich bisher aus dem Vollen schöpfen. Dabei habe ich wohl viele zerbrochene Männerherz hinterlassen. Meine längste Beziehung ging etwas über 7 Jahre mit einem Mann mit hohem Status und großer männlicher Polarität. Leider muss ich rückblickend gestehen, dass ich ihn schon nach 3 Jahren nicht mehr liebte. Was mich hielt, war sein großes Ansehen, das natürlich auch auf mich als Partnerin abfärbte. Innerhalb der Beziehung ging ich auch mehrmals fremd, was er bis heute nie herausbekommen hat. Irgendwann war meine Lust auf Indoor Olympics mit einem anderen Mann wieder groß und ich ging regelrecht auf die Suche nach einem passenden Kandidaten. Das ist ja so ein Fest für die Red Pill Community hier. Obwohl, was er hier so ist, ist auch egal. Soll jeder es besprechen, wie er will, solche Sachen. Ich bespreche es auf meine Art. Was man ja sieht, ist, dass selbst der hohe Status nicht ausreicht. Das ist eigentlich so ein bisschen gegen diese Red Pill-Ideologie. Ich würde ja sagen, dass du halt jemand bist, du suchst halt die Abwechslung, das Drama und dass egal welcher Mann das ist und wenn er der Papst persönlich ist, es wird immer irgendwann langweilig und kein Mann ist gut genug wahrscheinlich, ne? Außer der, wie wir gleich sehen werden, der dich nicht haben will. Das ist schon alles ein Scheißspiel, wirklich. Aber das, was wir sehen, ist natürlich diese ganze Ego-Dopamin-Kram. Ja, es gehört zum Menschsein dazu. Und wie gesagt, jeder ist willkommen in meinen Kursen, der an sich arbeiten will. Gibt es ja auch viel für Minuspole inzwischen. Aber irgendwann muss man auch mal, man muss die Täter- und die Opferseite aufräumen und aus meiner Sicht ist es natürlich, muss ich natürlich hier auch sagen, nicht in Ordnung, Männer so zu behandeln, klar, ne? Überraschung. Ja, wenn du dann so leben willst, dann musst du es offen machen, ne? Diesmal hatte ich bald in einem flüchtigen Bekannten von mir gefunden, einige Jahre älter als ich. Verheiratet, spießig in meinen Augen. Ich fand ihn äußerlich nicht unbedingt attraktiv, war aber sehr angetan von seiner intelligenten Art. Der wirkliche Reiz ergab sich bei mir aus dem Gedanken, ihn völlig aus der Bahn zu werfen und emotional und sexuell von mir abhängig zu machen. Alter, ich meine, ich bewundere ja deine Ehrlichkeit, ich meine, weißt du selber, ne? Das ist natürlich sehr dunkle Motivation und ja, musst dir vielleicht mal überlegen, was daran jetzt so attraktiv ist für dich. Keine Ahnung, wie das vielleicht mit deinen Prägungen zusammenhängt. Aber klar, ich meine, letztlich ist ein harter Satz, aber viele von uns sind dramasüchtig, ne? Die würden das vielleicht nicht so drastisch wie jetzt dieser Satz hier, aber dieses
Ich glaube, das kam mehr, als man so denkt, diese Lust am Untergehen, am, weiß ich nicht, dass Sachen nicht gut werden dürfen, das Lust an der Zerstörung, der eigenen Zerstörung, der Zerstörung von anderen, das ist leider auch ein Stück der Menschen sind schon echt krass teilweise, ne? Aber gut, das ist nicht meine Lehre. Ne, meine Lehre ist, eigene Spielfläche versuchen, sauber zu halten. Ne? Und irgendwann, ja, also man kann alles Mögliche machen hier auf dieser Erde, aber irgendwann ist Zahltag, ne? Irgendwann holt man das ein. Und ja, also bei dir jetzt auch schneller, als du wahrscheinlich gedacht hast, da kommen wir gleich zu. Ich schaffte es, dass sein langjähriges Eheleben weniger wiegt als ich. Ja, du benimmst dich ja auch wie so eine typische Affäre. Die sind häufig so, ne? Das ist wirklich spannend, ja. Ich wollte in seinen Augen die völlige Lust sehen, mit einer Frau leidenschaftlichen Indoor Olympics haben zu können, die für ihn normalerweise unerreichbar ist. Ja, das sind natürlich alles einfach Ego-Themen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur Ego, was immer einen neuen Reiz haben will, der alte ist nicht genug und dann ja passiert es halt schnell, dass man die Reize immer höher setzt und es muss immer schlimmer sein, immer mehr Drama und bis man ja irgendwann völlig untergeht auch, nicht nur die anderen, man selber auch. Ne? So fühlte ich mich zumindest damals ihn um Klassen überlegen. Nach ein paar subtil gesendeten Signalen hing auch schon an meiner Angel und wir starteten eine Affäre, die nur mittlerweile ein paar Jahre anhält und sich als mein Kryptonit erwiesen hat oder Karma. So mal dazu sagen. Ja, also ich meine, das ist auch kein, ich will auch mal sagen, machst es dir auch irgendwo leichter. Ne? Ich meine, Gott, du siehst wahrscheinlich gut aus, suchst dir jetzt jemanden, der 100 Jahre älter ist und ja, er findet dich jetzt klasse, seine Ehe ist vielleicht langweilig. Was hast du dir damit bewiesen, ne? Keine Ahnung. So. So, was in diesen Jahren passierte, ist folgendes: Die Dynamik begann immer mehr zu seinen Gunsten zu kippen. Oh, okay. Trotzdem ist es einfach ein fucking Dreieck. Ich finde Dreiecke. Dreiecke sind sehr 3D-mäßig, Überraschung, obwohl das jetzt mit dem Begriff nichts zu tun hat, aber ist für mich Vergangenheit nicht zukunftsgerichtet, aber wer das leben will, ja, ist ja noch nicht mal verboten oder so, aber dann akzeptiert die Konsequenzen, die das hat, ne? Und der Mann hat natürlich, wie soll ich mal sagen, lässt sich da ja auch einwickeln, ne? Was soll man dazu sagen, ne? Er wollte sich mir nicht so ganz ergeben, er gab wenig von sich preis, machte mir nie Komplimente oder Geschenke und zeigte mir in einer anderen Art, dass ich wichtig für ihn sein könnte. Das wird jetzt wieder den manchen gefallen, aber ist letztlich in der, muss ich auch sagen, es ist polar, ne? Es ist ein polares Verhalten. Bis hin natürlich geht es hier ins Toxische, ich meine, ein Dreieck ist immer toxisch, das kann ich drüber reden. Aber natürlich zieht er dich jetzt auch in so eine, ja, Krümelbeziehungen rein scheinbar, ne, wie es aussieht. Die Abstände zwischen den Treffen wurden immer größer, da schmissen wir mir sämtliche Träger an. Über die Zeit baute ich mir aus den Krümeln, die ich von ihm bekam, meinen persönlichen Traum an zusammen. Bekam immer größere Sehnsucht nach ihm. Meine Begierde nach ihm wurde immer stärker, ich verzerrte mich zum Schluss ganz. Drama, Drama, Drama. Ich wollte immer mehr, bekam es aber nicht. Dann wurde ich wütend und beendete alles. Nach ein paar Wochen war die Wut wieder verraucht und die Sehnsucht kaum aushaltbar. Wie ich heute weiß, klassische Liebessucht. Ja, und er hat komplett den Spieß umgedreht. Deswegen sage ich, es ist auch ein gutes Beispiel, warum ich mal sage, Täter-Opfer-Beziehung, weil natürlich kann man jetzt, wenn man dich den ersten Teil sieht, sagt man, oh, das ist klassischer Minuspol, total egoistisch, würde man vielleicht sagen, weiß ich nicht. Wenn du das erste weggelassen hättest, würdest du mir nur das letzte schicken, würde ich sagen, ja, sorry, bist du im toxischen Dreieck, bist du im Pluspol. Sieh zu, dass du da rauskommst und das ist aber die gleiche Person und das ist so eine unangenehme Wahrheit. Ich meine, das macht ja, jeder macht da so andere Anteile haben, ne, aber das, deswegen, was ich immer wieder sage, auf andere zu zeigen, bringt nichts, weil wer weiß, was da selber noch in einem steckt, so an Minuspoligkeit und trotzdem musst du natürlich aufpassen, dass du das hier nicht heroisierst und verklärst, ist einfach ein Drecks,
Dreieck. Also, ich meine, und das, so liebessüchtige Beziehungen sind gefährlich. Die neigen dazu, dass man sich immer mehr verliert und dass es einem schlecht geht. Und ja. Je mehr ich investierte, desto mehr zog er sich zurück. Die Karussellrunden wurden immer kürzer. Ja, was man auch hier sieht, dass es eben nicht nur nach Mann-Frau-Polarität geht, sondern eben, das wird ja auch oft vergessen, eben auch nach Bindungsmustern, die sich gerade zeigen. Und du bist jetzt halt ein Pluspol und er zieht sich zurück, so, ne? Und das überwiegt jetzt auch dieses polare Thema, so, ne? Und im letzten Jahr machte ich so ziemlich nach jedem Treffen sofort am nächsten Tag Schluss, weil es mir nicht gut ging. Nur um nach einiger Zeit wieder anzukommen. Er hat nie von allein sich wieder gemeldet, wenn Schluss war. Meistens hat er nicht mal einmal mehr auf unsere Abschiedsnachricht reagiert. Ja, jetzt, du hast Männer benutzt, jetzt benutzt er dich, ja. Willkommen im Leben auf dieser schönen Erde, ja. So läuft das, ne? Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir uns das letzte Jahr höchstens alle paar Wochen gesehen haben und dass es bei unseren Treffen, bei denen wir früher auch mal Kino oder Essen gegangen waren, nur noch im Bettsport ging. Ja, wer hätte das gedacht? Ich muss dazu sagen, dass er immer gesagt hat, dass er bei seiner Frau bleibt und weder Lovebombing, Futurefaking noch irgendwas in der Art veranstaltet hat. Ja, hast du deinen Meister gefunden? trotzdem ist es natürlich nichts Gesundes so, ne? Wir hatten von vornherein eine Affäre ausgemacht und er hat sich dementsprechend verhalten. Mir ist darüber hinaus bewusst, dass ich ganz viele Fantasien um ihn gesponnen habe. Ja, ist ja immer so bei Liebessucht, ne? Und er nüchtern betrachtet absolut nicht mein Traummann ist und ich niemals und nie mit ihm zusammen sein wollen würde. Ja, er ist halt voll in seiner Polarität, auch auf eine vielleicht negative Art. Und dann ist es super schwer für eine Frau da wegzukommen, ne? Mein erster Coach früher, der sagte immer, es ist für eine Frau fast unmöglich, von einem Mann wegzukommen, der alles richtig macht. Naja, er macht ja nicht alles richtig, offensichtlich, aber so ganz so weit würde ich auch nicht gehen, aber es ist schwierig, ne? Ich weiß, dass ich ihn nicht genommen hätte, wäre er Single gewesen. Der Reiz lag für mich auch darin, dass er ein verheirateter Mann ist. Ja, ist schon ganz schön dunkel, ne? Also ehrlich, ne? Aber egal, wir müssen uns ja alles unerschrocken angucken, ne? Mir ist manchmal auch lieber, wenn jemand steht zu seinen düsteren Seiten, als wenn er sagt, ich bin so ein super Empath, ich habe noch nie einer Fliege was zu Leide getan, ich bin ganz lieb und dann aber ganz was anderes rauskommt, ne? Ich habe kein eigenes Leben mehr, ich vegetiere dahin, beschäftige mich rund um die Uhr mit ihm, fühle mich leer und das alles für ein paar Stunden toxischen Bettsport alle paar Wochen. Ja, das nennt man Krümelbeziehung. Toxische, hochtoxische Krümelbeziehung, Drecksdreieck, das ganze Programm. Was willst du machen, ne? So ist das. Irgendwann musste man einen Absprung kriegen, ne? So, das ist wie jede andere Sucht, auch wenn man das, gibt natürlich offiziell keine Liebessucht, aber für mich ist das, meiner Ansicht nach, ist das ganz ähnliche Geschichten. Und irgendwann musste man einen Absprung kriegen, ne? Ich fühle mich auch süchtig in körperlicher Hinsicht. Ja, das ist ja, du hast jetzt das Besondere bei dir, dass du beides kennst. Ich denke, vorher war das auch eine Art Liebessucht, nur noch Aufmerksamkeit, also diese kalte Liebessucht und noch Bestätigung, indem du Männer zerstörst oder weiß ich nicht. Und sag das jetzt einfach mal so trocken. Und jetzt hast du halt die klassische Pluspol-Liebessucht, die nach einem Partner ist. Das ist halt aber alles letzten Endes der gleiche Dreck, sage ich mal. Und ja. Ich weiß nicht, wie ich jeder wieder so eine Lust für einen anderen Mann verspüren kann. Ja, man muss, ich meine, es hat ja mit Liebe nichts zu tun. Das ist einfach, das ist halt die Frage, will man so ein Leben leben für diesen Kick, dann bist du ein Junkie. Also bist du nur ein Liebes-Junkie, also mit Liebe hat ja nichts zu tun, also ein, wie auch immer du das nennen willst, aber das ist ein Junkie-Leben, ne? Oder willst du ein Leben führen, wo du dich von auch solchen Süchten fernhältst, ein ruhiges Leben hast,
It's up to you, das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Wenn jemand sagt, hey, ich bin noch nicht so weit, ich will einfach unbedingt diesen Drama-Kick haben und Indoor Olympics ist das Wichtigste, was es gibt und die müssen genau so ablaufen. Also du kannst nicht toxischen, irren Sex haben wollen und ruhige, stabile Beziehungen. Es funktioniert nicht. Muss du, auch du, wir alle sich entscheiden und das kann dir keiner abnehmen. Ne? Obwohl ich das alles weiß, dass ich nie verliebt war und wirklich alles nur noch beschissen ist, obwohl er mir nie was vorgemacht hat und dank dir alle Infos zu meiner Liebessucht habe, obwohl ich mittlerweile meine Täteranteile sehe, kippe ich immer wieder in den Modus, dass ich mir die große Königskinderliebe auf beiden Seiten dabei fantasiere. Leute, ich sag's immer wieder, wie jede zweite Mail, ich sag's nochmal, keine Dreiecke. Dreiecke ist Dreck. Ist einfach Dreck und kommt nur Dreck bei raus. Was soll ich dazu sagen? Ich kann das jetzt, aber ich kann auch, also letzten Endes muss man einfach mal an den Punkt kommen, wo man sieht, so geht's nicht. Ne? Und klar, also selbst wenn er aus dem Dreieck rausgehen würde, wärst du auch nicht happy, weil du bist einfach süchtig nach diesem Dreieck, vermute ich mal. Und selbst wenn er sich ganz zu dir bekennen würde, wird es dir wieder langweilig werden. Also insofern hat das mit diesem Mann alles nicht so viel zu tun. Ne? Kann dieses Programm nicht stoppen, melde mich wieder, um nach dem Treffen sofort wieder einen nüchternen Blick zu bekommen und ja, und so weiter. Mein Selbstwert ist geschreddert. Ja, das passiert in solchen Beziehungen. Leider habe ich diesen Punkt schon so oft. Ich vertraue mir selbst nicht mehr. Jetzt nach 3 Wochen nur Kontakt merke ich schon, wie ich wieder Ausreden finde. Was soll nur noch passieren, damit ich es kapiere? Ja, wie viele Runden man so drehen muss, das hat jeder sein. Man dreht so viele Runden, wie man braucht, ne? Bin ich komplett gestört? Ja, also das sind ja Begriffe, mit denen ich mich hier nicht befasse, sondern einfach mit Beziehungsdynamiken. Brauche ich Therapie? Ja, also ich beschäftige mich ja immer nur mit der Beziehungsdynamik hier, wenn man psychische Störungen hat, die im ICD-10 oder ICD-11 später mal stehen, dann sollte man Therapie machen, klar. Ne? Das kann ich jetzt nicht beurteilen aus dieser Mail, aber ganz allgemein kann man sicherlich sagen, dass, klar, in meinem Kursprogramm stehen viele Informationen zur Dynamik drin. Da können viele, können da ihre Beziehungsdynamiken, da oft ist ja auch beschränkt, gut bearbeiten oder auch nicht. Braucht dann vielleicht noch mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich kann es oft hilfreich sein, wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, das hat mich jetzt depressiv gemacht oder ich weiß nicht was. Mir geht es so schlecht, dass ich dies nicht kann, jenes nicht kann. Natürlich kannst du, deswegen habe ich es ja auch immer ein Disclaimer vor jedem Video. Natürlich sollte man dann Therapie machen oder auch manche gehen ja auch stationär dann mal, ne, machen irgendwie eine Kur, eine Psycho, wie heißt das? Das ist jetzt der korrekte Name. Bin ein bisschen verpeilt heute mit meinen ganzen Umzügen. Also eine Kur, um sich psychisch auf die Beine zu stellen wieder, einfach um sich mal rauszunehmen. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, dass es in Deutschland ganz spezielle Programme jetzt für sowas gibt, stationäre oder so, wenn es einem so schlecht geht in solchen, aber weil ich kenne ganz viele Leute, die damit zum Beispiel auch irgendwie eine Kur gemacht haben oder so und offensichtlich da auch Ansprechpartner gefunden haben, aber das musst du gucken, ne? Dann gehst du zum Hausarzt und besprichst das mal und dann, oder auch kannst du auch direkt zum Psychotherapeuten gehen und dann ja, gucken, ob da eine Indikation vorliegt und dann machst du das, klar. Ne? Wie gesagt, ich helfe einfach nur bei, ja, paartherapeutisch, coachmäßig bei Beziehungsthemen, ne? Genau. Habe natürlich die ganze Thematik verdichtet dargestellt und hoffe nicht als das Monster, dass ich mich nach dem Lesen meines eigenen Textes fühle und bin hoffentlich nicht das Monster. Ja, also ihr könnt mir alle schreiben, ich bin da ziemlich
emotionslos. Also mir ist nichts Menschliches fremd, sag ich mal. Und natürlich kriegt ihr, wenn ihr mir solche Mails schreibt, natürlich auch entsprechendes Feedback. Also ich sage, ich denke, man sollte sowas nicht machen, sollte nicht sich an geheimen Affären beteiligen, man sollte sich nicht an geheimen Dreiecken beteiligen, man sollte die eigene Spielfläche sauber halten. Natürlich sage ich das ja auch, ganz klar. Aber mir ist natürlich durchaus bewusst, deswegen habe ich ja auch mal so ein überblicksartiges Werk geschrieben hier, ne, dass wir das eigentlich nur in beiden Polen angucken können, ne? Weil es ist selten, ich will jetzt nicht sagen, dass das gar nicht gibt, aber es ist selten, dass man jetzt nur Opfer ist, so, ne? Und es ist auch selten, dass man nur, Anführungsstrichen, Täter ist. Das hat man auch zum Beispiel aus dem Prozess mit Johnny Depp und Amber Heard gut gesehen, ne? Wie komplex das ist. Und es gibt schon oft so eine Dynamik in einer Beziehung, aber ja, sich dahinzustellen zu sagen, hat Johnny Depp ja auch nicht gemacht, ich habe immer mit mir jetzt alles in Ordnung und mir gibt es überhaupt kein Problem, ist da ja auch nicht, ne? Insofern, ja, kann ich mir das, also ich kann mir das, bin ja auch nicht betroffen, hier in Ruhe anhören und kann sagen, ja, du bist da tief verstrickt, du hast es wirklich, was ja auch selten ist, dass man so beide Pole in einer Beziehung hat, lebt, aber das kommt vor und ist eigentlich auch ein Geschenk für dich vom Universum, wo du einen riesen Sprung machen kannst und ja, hat sich auf eine Art dieser Mann auch zur Verfügung gestellt. Aber das hat natürlich alles keine, das kann jetzt ein Aufwegpunkt für dich sein, aber es hat natürlich alles keine Zukunft und du musst dir halt die Frage stellen, will ich solche, so eine Art zu leben, will ich das fortführen oder bin ich jetzt so weit zu sagen, das kann es nicht sein, diese 5 Minuten Toxo-Olympics kann es nicht sein, dass ich mir 24/7 meinen ganzen Tag zerschieße. Ne? Und den Punkt, den kann einem meiner Ansicht nach, also da können einem Menschen helfen, das zu sehen, aber diesen Schritt zu machen, so ich stelle jetzt mal meine Buddel an die Ecke, den muss jeder, glaube ich, selber finden. Irgendwie, ne? Ja. Es gibt ja auch noch, kann ich auch mal wieder sagen, die SLAA-Gruppen, ne? Sex and Love Addicts Anonymous oder auch nur Sex and Love Addicts, Love Addicts Anonymous, aber ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt in Deutschland gibt und CODA und das sind auch coole Programme, also absolut, man muss nur eine Gruppe finden, die einen nicht zusätzlich anträgert. Also es hängt total von der Gruppe ab, in die man kommt. Es gibt auch Online-Gruppen. Könnt ihr auch mal gucken unter slaa.de oder coda.org. Ich würde aber tendenziell eher slaa empfehlen, weil Coda, soweit ich weiß, nicht so ein Null-Kontakt-Konzept hat. So, das könnte ein bisschen verwirrend sein. Aber Coda ist eben mehr so für Co-Abhängigkeitsthemen. Sind auch spannende Programme, ne? Absolut. Genau. Ja, ich denke, es ist lang genug und wir sehen uns bald wieder.